Welche Handlungen haben Sie in der letzten Woche gesetzt, um das Risiko zu minimieren, Opfer eines sexuellen Übergriffs zu werden? Diese Frage stellt Robert Jensen in Workshops, die er in unterschiedlichen Institutionen zum Thema Gewalt und Geschlecht durchführt. Und in dem Buch The End of Patriarchy schreibt er über diese Workshops und schreibt auch darüber, wie die Reaktionen sind, wenn er diese Frage stellt. Von Männern kommt meistens nichts. Von Frauen, was würden Sie sagen? Ich weiß, es ist früh, dieses Setting regt überhaupt nicht an zur Interaktion, aber ich probiere es mal. Was würden Sie glauben, was antworten Frauen, die so gefragt werden? Nicht alleine ausgehen, nachts nicht auf der Straße gehen. Welche Handlungen haben Sie gesetzt? Da müssten Sie Täter zu Hause einsperren, um auf diese Frage richtig zu antworten. Ja, Ordentlich anziehen? Wie? Ordentlich anziehen war hier hinten zu hören. Ordentlich anziehen? Naja, das ist ein Workshop. Er beschreibt, er hat da vorher schon aufgearbeitet, wie unterschiedlich Gewalt auftritt in der Gesellschaft. Vielleicht, wenn man es über dem Café fragen würde, würden die Leute tatsächlich sagen, nur ich, Gewalt, ist mir ja wurscht. Aber er ist da in dem Workshop schon so weit, dass da einfach viel kommt. Nicht in der Nacht joggen gehen, keinen zu kurzen Rock tragen, in der Arbeit keinen tiefen Ausschnitt tragen, beim Ausgehen immer Freundinnen mit dabei haben, das Getränk nicht unbeabsichtigt an der Bar stellen lassen, in der Tiefgarage sich umsehen, etc. etc. Wie Jensen beschreibt, sind die Reaktionen der Männer darauf unterschiedlich. Oftmals Unglaube, sagt, naja, das kann nicht sein, stimmt nicht, bis hin zu Betroffenheit. Jensen selbst interpretiert es so, dass diese Betroffenheit auch daher rührt, dass die Männer sich erinnern, dass sie so etwas vielleicht auch schon selbst getan haben, wogegen sich die Frauen hier ganz alltäglich schützen, oder dass sie beobachtet haben, wie etwas in diese Richtung passiert ist und nicht eingeschritten sind. Männlichkeit und Gewalt hängen in unserer Gesellschaft zusammen. Ich werde jetzt meine wenigen Minuten, die ich habe für diesen Vortrag, nicht dafür opfern, über etwas zu sprechen, was hier auch schon angesprochen wurde und was alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, ganz leicht herausfinden können. Die Zahlen haben wir. Seit einiger Zeit wissen auch die meisten, dass wir in Österreich europaweit den höchsten Frauenanteil an den Morden haben. Darum gleich weiter weg von den Zahlen hin zu der Frage, was steckt da dahinter. Männergewalt gegen Frauen wird oft als Frauenproblem gehandelt. Und tatsächlich waren es Frauen, Feministinnen, die das Thema in den letzten Jahrzehnten aufs Tapet gebracht haben, die sich eingesetzt haben, dass darüber gesprochen wird, dass Gesetze sich ändern, dass Einrichtungen wie Frauenhäuser, Schutzhäuser, Schutzräume, Beratungsstellen eingerichtet und finanziert wurden und werden. Was kommt von den Männern? Ich habe mal ein Gespräch mit einer Standardredakteurin gehabt zu einem Artikel und wir haben uns dann gemeinsam darauf geeinigt, dass sie den Artikel das Schweigen der Männer nennt. Eine beeindruckende Feministin Virginie Despentes, Autorin von Baisse-moi und weiterer toller Bücher, schreibt in ihrem Buch die King Kong-Theorie, ein kleines Büchlein mit einer Art von wütenden Feminismus, wie ich ihn kaum erst gelesen habe, wirklich gut, also eine Empfehlung. Warum schweigen die Männer über das, was sie selbst betrifft? Sie, die so geschwätzig und sachkundig sind, wenn es darum geht, über Frauen zu schwadronieren. Ich nehme das zum Anlass, eigentlich schon seit Jahren, mich kritisch mit Männlichkeit auseinanderzusetzen und hier zum Anlass die Frage zu stellen, inwiefern können wir Gewalt von Männern als
tatsächlich als, doch als Männer-Thema sehen und verstehen. Die Frage, die mich da beschäftigt, ist einfach gestellt: Wieso sind in unserer Gesellschaft unter herrschenden Bedingungen, offline und online, wie wir eben heute Vormittag auch erfahren, Männlichkeit und Gewalt so eng verzahnt? Warum kommen wir, wenn wir uns anschauen, woher geht die schwere, verletzende, nachhaltig das Leben der Opfer verändernde Gewalt, wenn wir fragen, woher kommt die, warum enden wir dann so oft bei den Männern? Das Ganze ist ein komplexes Problem. Menschen sind verdammt schwierig zu verstehen. Es gibt Modelle, die versuchen, alles und einzufangen, die dann, wie hier so ein Modell der Weltgesundheitsorganisation, das eben zeigt, da muss man sich mit Fragen der Persönlichkeit, der Biografie, des nahen Umfeldes, aber eben auch der politischen Institutionen, Wirtschaft und darüber hinaus auseinandersetzen, um all die Faktoren einzufangen, die zu Gewalt führen. Insofern kompliziert. Was ich versuche, ist ein paar Schlaglichter auf diesen Zusammenhang von Männlichkeit und Gewalt zu werfen. Das ist auch ein bisschen eine Auswahl an Themen. Man könnte auf jedes einzelne Thema nochmal fokussieren und genauer besprechen. Ich hoffe, dass es Sie inspiriert, dass es so ein bisschen kreuz und quer ist, was ich hier versuche. Ja, und die Leute, die dann im Workshop bei mir sind, kann man dann einfach dort weiter sprechen, wo es uns dann hinführt. Deswegen jetzt mal ein bisschen ein grober Blick zum Thema. Den Blick, den ich hier entwickeln möchte, ist eine soziologische Perspektive, die danach fragt, was sind die sozialen Bedingungen für menschliches Handeln? Wir gehen mal davon aus, Gewalt ist menschlich mögliches Handeln. Ganz ohne große Theorie dahinter. Wir sehen, das ist etwas, was Menschen sich offensichtlich antun können. Und dann können wir fragen, was sind die Bedingungen, die dafür zu führen, dass sie es tun? Was sind die Bedingungen dafür, dass bestimmte Personen eher Täter werden, andere Personen eher Opfer? Und dass die Biologie uns da herzlich wenig Erklärung bietet und viel weniger, als es oft in den Medien propagiert wird, hat zum Beispiel Cordelia Fein, eine Neurobiologin, in ihrem Buch Die Geschlechterlüge sehr gut verständlich gezeigt, wie viele der Studien, die vermeintlich Gewalt irgendwo im Hirn oder in den Genen etc. festmachen wollen, inwiefern das keine legitime und ausreichende Erklärung dafür ist, für die Zahlen, die wir vorfinden. Denn tatsächlich müsste es so sein, dass Gewalt einfach gleich verteilt ist. Ja, also Menschen werden sich wahrscheinlich immer Gewalt antun. Hoffentlich kommen wir mal in Situationen, wo es weniger der Fall ist, aber in einer geschlechtergerechten Welt müsste die unterschiedlichen Formen der Gewalt einfach quer durch Geschlechter und Sexualitäten verteilt sein. Ist es aber nicht. Und die Perspektive, die mich da interessiert, ist dann eine, die den Blick von Machtverhältnissen, Machtverhältnisse mit in den Blick nimmt. Das ist, dass wir nicht in einer Gesellschaft mit Geschlechtergleichheit, Geschlechterdemokratie leben, das kann man an unterschiedlichen Indikatoren sehen. Der einfachste ist vielleicht der Gender Pay Gap, der in Österreich auch besonders ausgeprägt ist, je nach 20-23%. Und dann sich auch überträgt in erhöhte Altersarmut bei Frauen. Das heißt, wir sehen in der Arbeitswelt, Politik, Wissenschaft, Kunst auch, einfach mal die Line-ups der großen Festivals durchschauen, dass Männer dort sitzen, wo es um Entscheidungsmacht und Geld, Ressourcen geht. Ist immer noch so. Und jetzt ist so eine soziologische Perspektive eine Perspektive, die das mitdenkt. Wenn man das jetzt mit in die Auseinandersetzung von Gewalt mit hineinnimmt, gibt es einen mittlerweile schon klassischen Zugang aus der feministischen Theorie zur Gewalt, die Gewalt
als etwas sieht, das im Geschlechterverhältnis verankert ist, das Teil dieses ungleichen Geschlechterverhältnisses ist und ohne dem nicht verstanden werden kann. Eine Definition, die da oft zitiert wird zu diesem Konzept von Gewalt im Geschlechterverhältnis, versteht diese als jede Verletzung der körperlichen oder seelischen Integrität einer Person, welche mit der Geschlechtlichkeit des Opfers und des Täters zusammenhängt und unter Ausnutzung eines Machtverhältnisses durch die strukturell stärkere Person zugefügt wird. Also wir gehen davon aus, dass wenn wir uns diese Gewalt, die wir da sehen, nicht als Teil eines Geschlechterverhältnisses betrachten, dass wir dann überhaupt nicht verstehen, woher die kommt, warum sie so verteilt ist und welchen Sinn sie macht. Ja, diese Gewalt, von der wir auch gehört haben im ersten Vortrag, die macht immer Sinn in bestimmten Kontexten. Da werden Ziele damit erreicht. Das ist nicht einfach Wahnsinnige, die durch die Straßen marodieren und die nächste Person niederprügeln. Gut, das gibt es vielleicht, aber das ist nicht die Anzahl, die tatsächlich unsere Gesellschaft in Bezug auf Gewalt prägt. Das ist jetzt eine ganz schnelle Einführung in kritische Männlichkeitsforschung, was ich hier mache. Und insofern wirklich nur ein paar Worte zu einem ganz zentralen Konzept von Rowan Connell. Sie hat in ihrer Forschung schon in den 90er Jahren eben darauf hingewiesen, dass männliche Dominanz, das Patriarchat, nicht bedeutet, da gibt es einfach die Gruppe der Männer, die in sich so sich verbrüdert und sich gegen die Gruppe der Frauen zusammenschließt, um die zu unterdrücken, sondern dass wir in patriarchalen Gesellschaften immer auch Hierarchien, Machtverhältnisse, Machtkämpfe und auch Diversitäten zwischen Männern und Männlichkeiten haben. Und sie hat da dieses Konzept der hegemonialen Männlichkeit entwickelt, wo sie davon ausgeht, wir haben da immer eine oder mehrere solcher Normbilder, Idealbilder, die verdeutlichen, was heißt es in dieser Gesellschaft zu dieser Zeit, ein richtiger Mann zu sein, was ist erstrebenswert. Die wenigsten Männer erfüllen dieses Ideal. Es erfüllt vor allem den Zweck einer Norm. Männer wissen, was es bedeutet, ein normales männliches Leben zu führen, und der Großteil der Männer wird von Connell als komplizenhafte Männer bezeichnet, die arrangieren sich mit dieser Norm. Ja, die sind jetzt keine offensichtlichen Sexisten, die sind Männer wie unsere Väter, Onkel, vielleicht sogar wie wir selbst, sie arrangieren sich mit den Verhältnissen. Sie sind wie Fische, die stromabwärts schwimmen, ja, dass sie einfach ein männliches Leben führen, vielleicht eine Ausbildung, die dann zu einem Männerjob führt, und kriegen dafür, was Connell patriarchale Dividende genannt hat. Ja, zum Beispiel in Österreich 20-23% mehr, als wenn sie einen feminisierten Frauenjob und eine Frauenbiografie einschlagen würden. Dürfen sie, sie werden nicht mit der Pistole dazu gezwungen, das zu machen, sie werden eingeladen von ganz früh an, sich mit diesem Bild zu identifizieren, und sie kriegen Angebote und Belohnungen dafür. In jeder patriarchalen Gesellschaft gibt es auch Männer und Männlichkeiten, die abgewertet werden, marginalisiert und selbst auch Gewalt ausgesetzt sind, zum Beispiel homosexuelle Männer, Migranten, Arme, etc. Das so mit Bildern zu versehen, ist immer schwierig. Ja, also da war mal Berlusconi, aha, das geht nicht, da war mal Berlusconi, der ist dann irgendwie weg, dann ist er wiedergekommen. Strache könnte man da auch, aber der ist jetzt auch wieder passé. Jetzt habe ich da so Kurz und Trump hatten wir auch schon im ersten Vortrag, wo man auch sieht, wir leben in einer Gesellschaft, die ist komplex, auch diese Normbilder sind komplex. Ich fand gerade Kurz und Strache war sehr interessant, zwei hegemoniale Männlichkeiten, die so unterschiedlich sind. Der eine eher so der hübsche, junge, neoliberale, dünner Mensch, schlanker Staat, also auch so, wo so Ideologie verkörpert wird, und der andere eher so ein haut drauf rechter Pöbler, wie jetzt auch zum Beispiel Trump, wo wir sehen, dieses Ideal ist auch nicht so eindeutig, aber es gibt sie. Wie gelangen die Ideale in die Körper? Auch ganz kurz, nur da gibt es dieses schöne Konzept von
Bourdieu, einem Soziologen, der von den ernsten Spielen der Konkurrenz spricht. Das ist ein Versuch, dem auf den Grund zu kommen, wie eignen sich Menschen eigentlich diese Männlichkeitsnormen an. Und Bourdieu sagt, in Gesellschaften mit männlicher Dominanz sehen wir an unterschiedlichsten Orten solche ernsten Spiele der Konkurrenz, wo Männer schon früh einüben, was es bedeutet, eben Männlichkeit zu verkörpern in einer Gesellschaft, wo von ihnen erwartet wird, zum dominanten Geschlecht zu gehören und sie auch dafür belohnt werden. Diese ernsten Spiele sind einerseits Spiele, weil es gibt Regeln, es gibt Mitspieler, da spielen vor allem Männer unter sich. Sie treten einander als Partnergegner gegenüber. Das heißt, einerseits Gegner, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, Verhandlungspartner oder so. Man möchte, beide wollen den besten Deal rauskriegen, aber indem sie sich anerkennen als legitimer Gegner, verpartnern sie sich auch. Ja, sie machen das vielleicht im Golfclub am Wochenende, währenddem die Frauen sich um ihre Kinder kümmern und was auch noch. Das heißt, sie schweißen sich da zusammen. Burschenschaften sind da immer für die Männlichkeitsforschung immer so schöne Labor-Situationen, weil die machen das alles so zum Extrem. Frauen klassischerweise treten da, wie es Bourdieu nennt, als schmeichelnde Spiegel auf. Es ist wichtig, dass sie manchmal dabei sind, ja, um auch zu zeigen, ja, wir sind eh normal, unter Anführungszeichen, wir haben auch Frauen, wir sind heterosexuell, aber als Mitspielerinnen werden sie nicht in gleicher Weise erlaubt, mit aufzunehmen. Zum Beispiel Frauen in der Politik können davon ein Lied singen. Heutzutage werden diese Spiele durch Frauen eben auch versucht aufzubrechen, gelingt auch manchmal. Viele Frauen finden für sich auch die Strategie, one of the boys zu werden, um halt anerkannt zu werden, obwohl man das falsche Geschlecht hat. In diesen, als Spiegel, schmeichelnde Spiegel ist die Idee dahinter, hinter dieser Metapher, sie werfen den Männern, die hier in Konkurrenz treten, ein schöneres Bild zurück auf sie, als sie eigentlich abgeben. Ja, hast du gut gemacht. Beim nächsten Mal wird es klappen. Ja, aber um da nicht ins, weil wir wollen ja zurück zur Gewalt. Jedenfalls in diesen ernsten Spielen nach Bourdieu verkörpern, habitualisieren Männer diese Idealbilder von Männlichkeit und sie entwickeln etwas, was er nennt eine Libido Dominandi, eine Lust an der Dominanz, eine Lust an der Konkurrenz. Sie lernen die Kompetenzen, sie haben eine Lust und sie entwickeln auch ein Gefühl dafür, das ist, so bin ich, das ist mein Leben und erwarten auch in solche Situationen zu kommen und da auch daraus etwas zu erhalten. Ja, in solchen Kontexten wird diese Idee einer normalen Männlichkeit dargestellt, kann beobachtet werden und eingeübt werden. Ja. Vor allem SozialarbeiterInnen denken bei sowas oft an sowas. Ja. Also man kann damit so Hooligans zum Beispiel sehr schön auch analysieren. Aber solche Männerbünde gibt es auch auf der anderen Seite des Gesetzes. Oder in solchen Institutionen, wo Männer unter sich sind. Ja, oder einfach in der Politik. Wir können uns alle fragen, wo bin ich Teil von so einem Männerbund? Sowohl Männer als auch Frauen. Und wenn es dann darum geht, was kann man anders machen? Ja, wo spiele ich mit? Wo kann ich vielleicht einen kleinen Schritt rausmachen? Beim nächsten Witz nicht mitlachen oder so kann auch schon helfen, um in Probleme zu kommen. Gut, das überspringen wir alles und kommen zur Gewalt. Wenn wir uns mit Männlichkeit und Gewalt auseinandersetzen, ist es meines Erachtens wichtig zu sehen, die passiert nicht nur auf der Straße oder zu Hause, sondern sie passiert auch in unseren Institutionen. Wir leben in einer Welt, in der die Institutionen, denen wir gesagt haben, ihr dürft Gewalt ausüben, sind strukturell männlich. Ja, die Polizei, das Militär, die Gefängnisse etc., das sind Männerinstitutionen und männerbündische Institutionen. Nach jedem Vortrag, wo ein Polizist im Publikum sitzt, habe ich nachher das Gespräch, so sind wir ja gar nicht mehr.
Wenn dann eine Person dabei ist, die zum Beispiel Schulungen macht, eine Feministin, die Schulungen mit eben diesen Polizisten macht, in diesem Ort, wo ich diesen Vortrag gemacht habe, die erinnert die dann meistens dran, so, naja gut, es gibt die Außenpräsentation, die Werbebroschüren haben sich vielleicht geändert und ja, es gibt Polizistinnen, aber zum Beispiel, wer hat denn da das Sagen? Und wie müssen denn die Frauen sein, damit sie dann nicht Opfer von Mobbing werden etc. Und dann wird das Gespräch meistens auch nochmal ein bisschen komplexer. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir strukturell davon ausgehen, Männer sind das richtige Geschlecht, um Gewalt auszuüben. Persönliche Beziehungen sind für viele, manche, wie auch immer wir es benennen wollen, Männer auch durch Gewalt geprägt oder gibt es sie. Und das, wir sehen da eben Gewalt gegen Frauen und gegen Männer. Gegen andere Männer. Michael Messner hat das in seinem Artikel über Männlichkeit und Triade männlicher Gewalt beschrieben, dass es wichtig ist, dass man eigentlich da so diese ganze Triade sieht, um Gewalt im Kontext von patriarchalen Verhältnissen zu verstehen. Die richtet sich, Männergewalt richtet sich gegen Frauen, aber auch gegen diese anderen Männer, abgewertete Männer vor allem, aber eben auch gegen sich selbst. Das ist etwas, was in letzter Zeit unter dem Begriff der toxischen Männlichkeit auch immer wieder angesprochen wird und da zum Beispiel in einem Manual der amerikanischen psychologischen, also American Psychological Association, ist früher in diesem Jahr, Anfang des Jahres rausgekommen, das nennt sich Upper Guidelines for the Psychological Practice with Boys and Men, wo tatsächlich auch das nochmal mit Studien unterlegt wird, wie so ein, sie nennen es, traditionelles Männlichkeitsbild zu unterschiedlichen Problemen für die Welt rund um die Männer, aber eben auch sich selbst führt, unter anderem eben auch Gewalt gegen andere, aber eben auch Selbstverletzungen, beziehungsweise das keine Hilfe zum Beispiel gesucht wird von Männern, oft wenn es zu psychologischen Problemen etc. gibt, kommt und dass wir dann zum Beispiel sehen, dass die Selbstmordrate unter Männern um einiges höher ist als unter Frauen. Zwar nicht die versuchten Selbstmorde, aber die geglückten unter Anführungszeichen sind unter Männern höher. Um wieder zurück zu Männergewalt gegen Frauen zu kommen, Cornell und andere sehen Gewalt von Männern gegen Frauen als Teil männlicher Herrschaft. Sowohl ein Ausdruck dieser Herrschaft, ja, also wenn Männer als Gruppe über der Gruppe der Frauen positioniert sind, mehr Ressourcen erhalten als sie, eigentlich auf Kosten der Frauen leben, sagt Cornell, so ein gesellschaftliches Ungleichgewicht kann man sich eigentlich gar nicht ohne Gewalt vorstellen. Das heißt, Gewalt ist da einerseits ein Ausdruck dieses Ungleichverhältnisses, aber andererseits auch ein Mittel, um dieses Ungleichverhältnis immer wieder neu zu stabilisieren. Die Vorträge vor und nach mir zum Beispiel würde ich so interpretieren, wir haben neue Verhältnisse, eben das Internet ist angetreten oder wurde von vielen gesehen, da ist jetzt alles anders und dann ist so vieles gleich. Ja, und die Jugendlichen, wo man sagt, ah, neue Menschen, die sind die Zukunft. Dann schauen wir uns die Blogger an und die reden wie ihre Großväter, wenn sie über Frauen reden, aber halt jetzt hip, cool und in ihren Videos. Das heißt, Gewalt führt dazu, dass eben dieses Ungleichverhältnis auch immer wieder neu stabilisiert wird und interessanterweise auch gerade dort, wo es in Frage gestellt wird. Ich würde sagen, das kann man zum Beispiel gut mit diesen Daten, dass wir sehen, für Frauen in Gewaltbeziehungen ist gerade die Trennungsphase die gefährlichste. Also gerade dort, wo die Frau vielleicht sagt, okay, ich steige aus diesem Gewaltverhältnis und dadurch eigentlich diesen Anspruch des Mannes auf diese patriarchale Dividende, weil die patriarchale Dividende bedeutet auch, ich habe einen Anspruch auf deine Liebe, auf deinen Körper, auf deine Sexualität und Frauen, die sich da trennen, die verwehren diesen Anspruch. Sie stellen diese Hierarchie in Frage und da ist Gewalt eine Möglichkeit, um diese Hierarchie entweder wieder zu stabilisieren oder diejenigen zu bestrafen,
die sich herausnehmen, diese Hierarchie in Frage zu stellen und sich daraus zu lösen. Also einerseits Ausdruck und andererseits auch Mittel in so einem ungleichen Geschlechterverhältnis. Das überspringen wir, ich komme zur, also diese Männlichkeitsressource, ja, also aus dieser Perspektive kann man Gewalt eben auch als Ressource sehen für Männer, um einen Zustand herzustellen oder wiederherzustellen, wie er als eigentlich normal gesehen wird unter diesen Bedingungen. Ja. Ich als Mann habe doch eigentlich diese und diese Rechte. Warum wird mir das jetzt entzogen? Warum fühle ich mich jetzt auf einmal so hilflos? Wenn wieder alles normal wäre, würde es mir wieder gut gehen. Gewalt ist eine Ressource, auf die Männer zurückgreifen können. Sie als das Geschlecht, die schon von früh an mitgeteilt bekommen, dass sie das Geschlecht sind, in dem das der Gewalt näher steht, die diese Gewalt, ja, dieses Trainieren von Härte gegenüber anderen und gegenüber sich selbst schon von früh an mitgeteilt bekommen, für die ist es eher als über Mädchen, und deswegen finde ich das auch sehr spannend, ich hoffe, es geht sich aus, dass ich morgen bei dem Vortrag bin über Mädchengewalt, weil das sind dann Mädchen, die sich herausnehmen, auch diese Ressource anzunehmen, aber für Männer ist diese Ressource sehr naheliegend, Widersprüche mit Gewalt zu lösen. Und aus dieser Perspektive, ein Forscher hat das mal gesagt, es ist nicht so, dass Männer gewalttätig sind, weil sie Männer sind, sondern eigentlich ist es umgekehrt. Ja? Weil sie gewalttätig sind, werden sie zum Mann. Ja? Gewalt als Möglichkeit, sich selbst zum Mann zu machen. Er nennt das Accomplishing Masculinity. Ja? Männlichkeit accomplishen. Ja? Wie? Erreichen, ja, herstellen. Nicht ich schlag, weil ich ein Mann bin, sondern ich werde als Mann gesehen, weil ich schlag. Diese Gewaltrealität und Normalität ist eingebettet in viele Mythen, Erzählungen, die das normalisieren. Die Zeit ist total hinten nach, aber trotzdem finde ich, möchte ich das tun, so zu zeigen, was ist da so eine solcher Mythen. Nehmen wir einen Song, zu dem vielleicht schon viele von uns getanzt haben, von den Beatles. Das ist jetzt ein Video, da ist auch eingeblendet der Text. Ich habe das nur auf Englisch und Spanisch gefunden. Schauen wir da mal nur ganz kurz rein. Ja, Eifersucht als Zeichen wahrer Liebe. Ich weiß nicht, wie viele Personen, um nicht zu sagen Frauen, in dem Raum die Trilogie, wie hat sie geheißen, bis zum Morgengrauen, die Twilight. Ja, wer hat diese schreckliche Vergangenheit hinter sich? Ja, Bücher voller gewaltnormalisierender Erzählungen. Genau, Gewaltmythen und gewaltlegitimierende Diskurse normalisieren das und sind vielleicht auch dafür verantwortlich, dass, obwohl wir diese Zahlen haben, es keinen größeren gesellschaftlichen Aufschrei gibt. Dass wir sagen, ja, eigentlich müssten wir alles stoppen und uns wirklich überlegen, was wir tun müssen, um das zu beenden. Weil Männer sind ja so, ja, sie hat ihn ja verlassen, betrogen. So eine Perspektive geht davon aus, dass es nicht die reale körperliche Stärke von Männern ist, die dazu führt, dass Männer gewalttätiger sind als Frauen, sondern wir haben gesellschaftliche Verhältnisse, die die Verletzungsoffenheit und Verletzungsmacht erzeugt. Verletzungsoffenheit schafft sie durch zum Beispiel Abhängigkeiten, ökonomische Abhängigkeiten, dass Frauen sich nicht so leicht von Männern trennen können wie umgekehrt. Sie werden dadurch verletzungsoffener. Oder wenn Frauen vermittelt kriegen, sie sollen eher in ihre Schönheit und Schlankheit und ihrem Begehrenswert für den männlichen Blick zu werden, anstatt
sich zu stärken gegen Übergriffe, wenn so eine klassische Erziehung eben vielleicht durch Disney-Filme etc. noch unterfüttert, schafft das auf unterschiedliche Arten Verletzungsoffenheit und auf der anderen Seite Männern wird unter herrschenden Bedingungen Verletzungsmacht vermittelt. Ja. Zum Beispiel ein Mann, der auf einen Spielplatz geht und sich dort eben dann entblößt, ja, hat Verletzungsmacht. Sein Körper hat Verletzungsmacht. Der braucht, oder in der U-Bahn gegenüber sitzt, oder in der Straßenbahn gegenüber sitzt ihnen und sie seinen Penis rausholt. Der ist jetzt nicht objektiv unbedingt stärker als sie. Das ist jetzt nicht objektiv so, dass der nicht überwältigt werden könnte, aber sein Körper hat unter herrschenden Bedingungen Verletzungsmacht. Wenn Sie als Frau das Gleiche machen würden, ja, Sie gehen in die U-Bahn, ziehen sich aus. Sie gehen auf den Spielplatz, ziehen sich aus. Ja, Sie würden nicht die gleiche, Ihr Körper ist nicht mit der gleichen Verletzungsmacht ausgestattet, unter herrschenden Bedingungen. Was man zum Beispiel auch sieht, dass auch Männer in bestimmten Kontexten verletzungsoffen werden, zum Beispiel im Militär oder im Gefängnis. Ja, da hilft ihnen die körperliche Stärke auch sehr wenig. Und ich, wegen meinem chronisch schlechten Zeitmanagement, weil ich immer mehr sagen möchte, als ich Zeit habe, kann ich jetzt nur ein paar Punkte anreißen, die wir dann im Workshop vertiefen werden. Aus so einer Perspektive können wir zum Beispiel Jugend betrachten als eigentlich eine Phase der Schule von Männlichkeit, wo junge Männer sehr früh wissen und erfahren, aha, es wird von mir erwartet, dass ich so einer werde. Ja? Teil der Entwicklungsaufgaben, die jugendliche Männer konfrontiert sich sehen, ist es, eine normative Männlichkeit zu entwickeln. Und viele der Praktiken von jungen Männern können eigentlich aus der Perspektive auch verstanden werden. Ganz zentral ist da eben immer auch diese Frage, gehöre ich dazu, bin ich noch normal? Wie schaffe ich es, nicht rauszufliegen aus der Gruppe der Normalen? Und hätte ich jetzt eben ein bisschen mehr Zeit, würde ich Ihnen eine Studie über Homophobie unter jungen Männern näher bringen. Aber ich möchte nur auf den Kern der Aussage kommen, weil wir sehen, dass obwohl Homosexualitäten gesellschaftlich immer weiter oder die Abwertung von Homosexualität doch hintangestellt wird, zum Beispiel durch rechtliche Gleichstellungen etc., dass in der Jugend für viele junge Männer vor allem so dieses, das ist schwul, du bist schwul etc., sehr normal ist. Wir hören das in vielen Jugendzentren etc. Und kann man sich fragen, wieso eigentlich? Die Jugend, eben, die sollte eigentlich weiter sein. Wo man eben sehen kann, dass gerade auch diese Homophobie in diesem Kontext dieses sich eine wichtige Rolle spielt, dieses sich gegenseitig daran erinnern, hey, wir müssen dort uns hinbewegen. Ja, bist du noch am richtigen Weg? Ja, du Schwuchtel, du interessierst dich für Musikunterricht, hast schon wieder die Hausaufgabe gemacht. Oder eben, dass nicht so diesen Spielcharakter hat, wie so oft im Alltag, sondern wenn junge Männer tatsächlich explizit diese Grenzen der Heteronormativität durch ihr Auftreten oder durch ein explizites Stehen zu einer nicht-heterosexuellen Sexualität, dass die dann oft nicht mehr nur spaßige Homophobie mitkriegen, sondern auch ganz klar gewalttätige und natürlich eben auch junge Frauen. Und eben ich überspringe jetzt die ganzen Inhalte und gehe zu dieser einen Grafik. Insofern kann zum Beispiel Homophobie als ein Mittel gesehen werden, die das Ordnung schafft. Ja, also eine Gruppe von jungen Männern ist, kann man mal sich so vorstellen, ja, alle irgendwie unterschiedlich und unsicher. Und zum Beispiel Homophobie, würde ich sagen, schafft diese Ordnung. Sie zeigt den Jungs, wohin geht's, ist so die Norm, der Ansager, wo muss ich sein, um noch irgendwie mitzuspielen, was muss ich verhindern, um nicht da abzusacken, ja? Um irgendwie das Opfer von homophoben Scherzen oder bis hin zu Mobbing und Gewalt werden. Ich habe das auch in einem Artikel ausgeführt, wenn Sie das interessiert, da ist sogar als Ansichtsexemplar dieses
dieses Buch Sexualität macht etwas, liegt draußen. Kann sie ihn aber auch schicken, einfach ein Mail schicken. Ich sage jetzt noch zwei Punkte, die ich eben ansprechen wollte. Wir sehen dann, dass Gewalt für junge Männer eben auch im Kontext gesellschaftlicher Marginalisierung eine Ressource ist. Da hat zum Beispiel Stefan Wellgraf eine ganz interessante Studie über Hauptschüler in Berlin gemacht und wo man eben sieht, dass so Gewalt ein Weg ist. Er interpretiert dann so eine protestierende Männlichkeit als Kritik gegenüber einem ausbleibenden Bildungsversprechen. Die wissen schon früh, wir sind gesellschaftlicher Abschaum, von uns wird nichts erwartet, wenn ich da rausgehe, ich werde niemanden sagen können, wo es lang geht etc., dann ist es eine Möglichkeit, zumindest in meinem sozialen Nahraum Dominanz auszuüben. Ja, das Versprechen, das unsere Gesellschaft an Männer gibt, und zwar eben diese patriarchale Dividende, sie wissen, sie werden es nicht auf einer gesellschaftlichen Ebene, sie werden da nie oben dazugehören, aber dann zumindest dieses Versprechen in ihrem Nahraum einzulösen und zum Beispiel, indem er die ganze Schulklasse terrorisiert und davon abhält, Unterricht zu machen. Ja? Ihr bringt mir etwas bei, was ich nicht brauchen werde. Ihr steckt mich in Schulen, die mir meine Zukunft verbauen, nur weil ich das Pech hatte, in der falschen Familie geboren zu sein und in einer Gesellschaft mit einem hochselektiven Bildungssystem zu leben. Ja, und ich werde da als ganzer Mann euch zurückzahlen. Natürlich sind sie selbst auf der schwächeren Seite. Die Lehrerin kriegt zwar einen Burnout vielleicht, aber die bleibt im Job. Die Jungs haben danach den Rest ihres Lebens die Probleme in so einer Gesellschaft. Finde ich eigentlich auch einen großen Skandal, was da passiert mit unserem Hauptschulsystem. Das wurde als feldspezifisch normative Männlichkeiten beschrieben, auch ein Punkt, den wir im Workshop vertiefen. Genau, ich würde dann auch noch über Sexualität sprechen, hätte ich entweder kürzer gesprochen oder mehr Zeit. Der Punkt, den ich dann nur machen wollte, ist, dass auch Sexualität etwas ist, was eingeübt werden muss, was gelernt werden muss. Ja, also es gibt das Konzept des sexuellen Skripts und auch dieses Einüben findet im Kontext ungleicher Geschlechterverhältnisse statt und auch da, wenn man sich das anschaut, Jungs üben, wenn sie Sexualität einüben, auch Männlichkeit ein. Und was dann Studien zeigen, ist zum Beispiel, wie Tolman, dass schon in jugendlichen, frühen Beziehungen da eigentlich schon die Veranlagungen zu grenzüberschreitenden Verhalten und auch Gewalt da ist, schon allein in so Bildern wie, naja, man muss halt irgendwann mal Sex haben, dass Beziehung und Sex zum Beispiel gleichgesetzt wird in der Jungsgruppe eher, dass da wenig Kommunikationskompetenzen da sind oder eben auch, dass die Mädchen eben sagen, so über den Beatles-Song, naja, so sind sie halt die Jungs, ja, sie sind, meine Mutter hat mir eh schon, seitdem ich irgendwie ausgehe, sagt sie mir, die Jungs wollen nur das eine, ja klar, dann muss ich ihn halt irgendwie managen, ja, dann muss ich schauen, dass er mir nicht gewalttätig wird. Das heißt, wir sehen das auch schon in jugendlichen Kontexten. Genau, auch dann durch solche Ideologien unterstützt, dass Weiblichkeit so etwas ist wie ein Schatz, den ich bewahren muss, auch in vielen Kindermärchen etc., das jungen Mädchen vermittelt, du bist ganz schön, bist irgendwie dieses tolle Wesen, aber es gibt da irgendwie Menschen, Männer, die dich bedrohen, die dich mitnehmen wollen etc., also achte drauf, auf diesen Schatz. Während Jungs eher vermittelt wird, okay, du bist das Geschlecht der Sexualität, die Mädchen müssen überwunden werden, irgendwie, um an das zu gelangen. Auch auf dieser Ebene gewaltlegitimierende und gewaltfördernde Ideologien. Das Fazit, ganz kurz zusammengefasst, it's complicated, weil wenn es einfach wäre, hätten wir das schon alles gelöst. Ich würde sagen, wir müssen auf unterschiedlichsten Ebenen ansetzen. Wenn wir sehen, dass die Gewaltfaktoren auf verschiedenen Ebenen existieren, müssen wir eigentlich auch auf den unterschiedlichen Ebenen ansetzen, um das zu ändern. Wir müssen uns das auf dieser strukturellen Ebene anschauen und auch fragen, ja, wie schaut es aus mit auch Strukturen, die Frauen schützen, unterstützen und stärken. Hoffentlich mit der neuen Regierung wird da ein bisschen weniger irgendwie
der Sparstift angelegt. Aber ja, was kann in der Pädagogik gemacht werden? Unterschiedlichstes. Es kann bewusste Arbeit mit Jungs und Männern an diesen normativen Bildern gemacht werden in dem Workshop. Ich habe auch ein, zwei Übungen mitgebracht, die man da machen kann. Im Endeffekt geht es entweder, man kann fokussiert auf die Themen Sexualität, Gewalt oder sowas fokussieren, aber ich glaube, dahinter sollte immer eine gemeinsame Infragestellung dieser Norm stehen. Ja, weil selbst die Jungs, die von dieser Norm abgewertet werden, orientieren sich oft an dieser Norm. Also ich glaube, im Endeffekt auch bei Homophobie etc. geht es vor allem darum, dorthin zu kommen, wo man das thematisiert. Ja, was ist denn für euch ein normaler Mann? Aber ich denke mir auch, auch jenseits solcher fokussierter Angebote kann man die eigene Pädagogik darauf abklopfen, wo vielleicht kommt es zu so einer Reproduktion dieser Verhältnisse und dieser Ideologien, wo kann ich vielleicht auch dadurch, dass ich in Deutsch etwas anderes lese mit den SchülerInnen oder in Turnen was anderes mache, auch schon Teil dieser Veränderung sein. Jedenfalls sollte man mit Jungs daran arbeiten, so ein Austritt aus dem Männerbund oder wie es da, Entsolidarisierung eigentlich auch mit dem Männerbund zu unterstützen. Das kann man schon ganz früh anfangen und auch bis spät, ins späte Alter, wir sind alle eingebunden in solche Männerbünde und da so diesen Mut zu haben, sich daraus zu entsolidarisieren und das zu stärken, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Gut, danke für die Aufmerksamkeit, ich freue mich auf Fragen und dann den Workshop am Nachmittag.